Die politische Debatte um afghanische Asylwerber hat sich in den vergangenen Tagen also verschärft. Sie haben in Österreich generell ein schlechtes Image. Vor allem junge, aggressive Männer werden von Medien und VertreterInnen aus der Politik als Problemfall ausgemacht. Ob das wirklich so ist, bespreche ich gleich mit dem Soziologen Kenan Güngör. Davor hat meine Kollegin Theresa Kulowitsch Informationen über die Gruppe der Afghanen in Österreich zusammengetragen. Die ein Unverständnis gegenüber unseren demokratischen Werten unserer Kultur haben, die dann aber auch dieses System ausnutzen, bis hin zu einer starken Ablehnung dieses Systems gehen und die sich teilweise von unserer Kultur sogar bedroht fühlen. Genau diese Einstellung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es, die uns Frauen bedroht, die Frauen aus derartigen Kulturkreisen bedroht und die den Schutz vermindert. Und das dürfen wir nicht zulassen. Eine Community unter Generalverdacht. Aber wer sind sie wirklich, die Afghanen in Österreich? Was ist an dem Bild des jungen, gewaltbereiten Afghanen dran? Eine Studie des Instituts für höhere Studien gibt einen Überblick. Das Fazit: einiges an Schatten, aber auch viel potenzielles Licht. Aktuell leben etwa 44.000 Menschen mit afghanischer Nationalität in Österreich. Fast die Hälfte davon lebt in Wien. Die meisten davon sind während der Flüchtlingskrise 2015 ins Land gekommen. Aber Afghanen leben nicht erst seit wenigen Jahren im Land. Die ersten Migranten aus dem südasiatischen Land sind bereits in den 1960er Jahren nach Österreich gekommen. Schaut man sich die Demografie an, bestätigt sich aber zumindest ein Vorurteil. Es leben fast doppelt so viele männliche wie weibliche afghanische Staatsbürger bei uns im Land. Und diese sind auch meist entweder Kinder oder zwischen 18 und 35 Jahren. Jung und männlich, ja, aber auch kriminell. In Österreich sind aktuell etwa 44.000 Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon wurden im Jahr 2020 4.877 straffällig. Das sind 1,8% aller Tatverdächtiger und 4,5% von der Gruppe Fremde. Schaut man sich die strafbaren Handlungen an, sind das vor allem Körperverletzung, Sachbeschädigung, Betrug und Suchtmitteldelikte. Den Drogenhandel als Risiko greift auch die IHS-Studie auf. Vor allem längerfristig gesehen sei das ein Problem. Das Risiko, dass junge Menschen nicht mehr aus der Kriminalitätsspirale rauskommen, ein hohes. Die Studie zeigt aber auch, Gerichte urteilen im Fall eines afghanischen männlichen Angeklagten durchwegs härter. Auch im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen werden sie öfter verurteilt. Die IHS-Erhebung zeigt allerdings auch sehr Positives. Denn wer eine Chance auf eine Ausbildung und einen Job bekommt, nutzt sie auch. Afghanische Männer absolvieren demnach zu großen Teilen eine Lehre und integrieren sich rasch ins Berufsleben, sofern sie die Möglichkeit bekommen und nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Als der Afghane. Jung, gewaltbereit, männlich.